Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euch seit fast einem Jahr noch was schuldig. Und zwar habe ich vor einem Jahr so eine kleine Art, ja, Vorlesung könnte man es nennen, versucht und habe ein bisschen was darüber erzählt, wo die Herrscher von Hadamar, also die Grafen, später die Fürsten, ursprünglich hergekommen sind. Ich habe da ein bisschen weit ausgeholt und habe insgesamt einiges zum Haus Nassau vorgetragen. Und da haben wir aufgehört an der Stelle, als das ältere Grafenhaus Nassau-Hadamar ausgestorben ist, also Ende des 14. Jahrhunderts. Und wie damals schon angekündigt, möchte ich jetzt natürlich mit dem neueren Haus Nassau-Hadamar weitermachen. Ganz klar, wenn es ein älteres Haus gibt, dann gibt es auch ein neueres Haus. Und da gehört ja der berühmte und immer wieder erwähnte Fürst Johann Ludwig dazu. Und um den unter anderem will ich mich heute kümmern. Ich kann schon ankündigen, auch diesmal werde ich ein bisschen weiter ausholen. Beim letzten Mal haben wir uns ja mit der erweiterten Umgebung befasst, also mit den Nassauern insgesamt. Die werden dieses Mal auch zu Wort kommen und wie letztes Mal schon angekündigt, wird es dann auch ein wenig um die Niederlande gehen. Aber erst noch mal zwei, drei Sätze zum Anschluss an den ersten Teil, den verlinke ich euch hier auch im Video und auch unten in der Videobeschreibung. Wer den noch nicht kennt, der oder die kann sich das gerne anschauen, um sozusagen dann zusammen mit diesem Video hier die gesamte Geschichte zu erfahren. Aber legen wir los. Ja, im ersten Teil habe ich erzählt, wo das Haus Nassau insgesamt herkam, wie die sich zwischen Wiesbaden und Siegen grob gesagt ausgedehnt haben. Und wie auch in diesem Zug, dieser Ausdehnung, die alte Grafschaft Nassau-Hadamar entstanden ist. Das Ende war im Jahr 1394. Da starb Emich III. Von Nassau-Hadamar und die Grafschaft wurde zwischen Nassau-Dillenburg und Katzenelnbogen aufgeteilt. Und da machen wir jetzt weiter. Wie schon vorher und wie wir es heute auch mehrmals erleben werden, gab es einen Erbfolgestreit zu diesem Anlass. Und dieser Streit ging eigentlich schon vor dem Tod von Emich III. Los, denn dieser Emich war offenbar geisteskrank und lebte im Kloster Arnstein, da abgeschieden von der Welt, aber er war eben pro forma immer noch der Graf von Nassau-Hadamar. Für die lieben Verwandten war aber schon abzusehen, dass Emich III. Ohne Nachkommen sterben würde und dass dann diese Grafschaft an sie fallen würden. Also was macht man da? Man fing an, sich zu streiten. Und zwar stritt man sich insbesondere zwischen der ottonischen und der walramischen Linie der Nassauer. Zur Erinnerung, das hatte ich auch im letzten Video erwähnt, diese Teilung in die beiden Linien, die auch heute noch weiter besteht, geht auf die erste Erbteilung im Jahr 1255 zurück. Ja, inwiefern besteht das bis heute weiter? Ganz einfach. Die Großherzöge von Luxemburg, also die da auch heute herrschen, die entstammen der walramischen Linie der Nassauer und das Königshaus der Niederlande, also auch ein heute herrschendes Haus, kommt aus der ottonischen Linie. Aber kommen wir zurück nach Hadamar und zum Ende des 14. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt des Erbstreits damals stand einmal Ruprecht der Streitbare von Nassau-Sonnenberg, das war ein Nassauer aus der walramischen Linie. Der hatte nicht unbedingt aus eigener Person ein Anrecht an Nassau-Hadamar, sondern er war mit Anna, einer Schwester Emichs des Dritten, verheiratet und damit auch mit einer entfernten Base seiner selbst. Und über diese Anna hatte Ruprecht dann eben einen Erbanspruch auf Nassau-Hadamar. Sein Kontrahent, das war Johann I. von Nassau-Dillenburg, das war ein ottonischer Nassauer, der war selbst näher mit Emich verwandt als Ruprecht. Also hatten beide gewisse Ansprüche, beide auch mit einer gewissen Berechtigung. Und jeder von den beiden wollte idealerweise die gesamte Grafschaft Hadamar für sich haben. Da wurde man sich nicht besonders gut einig. Was macht man im Mittelalter, wenn man sich nicht einig ist? Und das auch nicht vor Gericht oder von irgendeinem Feudalherren, von einem Übergeordneten geregelt wird, dann zieht man das Schwert und versucht sich gegenseitig die Rübe einzuschlagen. Ganz so war es ja nicht. Also die hätten sich natürlich auch zu zweit irgendwo am Elbach treffen und duellieren können. Das haben sie nicht gemacht. Aber
Es gab eine Reihe von gegenseitigen Überfällen, Plünderungen, Einfälle in das jeweils andere Territorium. In diesem Rahmen kam es 1372 auch zur Erstürmung oder zum Erstürmungsversuch auf die Stadt Hadamar durch den Ritterbund der Sterne. Dieser Ritterbund, der war mit Johann dem I. von Nassau-Dillenburg verbündet und die versuchten eben 1372 Hadamar einzunehmen. Das klappte nicht, denn die Einwohner und Ruprecht der Streitbare bzw. die Männer, die er unter Waffen hatte, schlugen diesen Angriff erfolgreich zurück. Ja, also so ein klein wenig ist das ein bisschen Game of Thrones für Arme, also eine zerstrittene Familie, die sich gegenseitig nichts gönnt und versucht, einander ihre Ländereien abzujagen. Auch passend zu Game of Thrones, im Jahr 1390, also noch vor Emich, starb Ruprecht und Anna, also die Schwester Emichs, heiratete in das Grafenhaus Katzenelbogen ein. Damit war dann der Anspruch auf die Grafschaft Nassau an die Katzenelbogener gefallen, also mit einem Teil ganz aus dem Haus Nassau heraus. Vielleicht noch ein Wort zum Grafenhaus Katzenelbogen. Die waren eigentlich gar nicht so unähnlich den Nassauern gegenüber. Also Katzenelnbogen ist heute eine Kleinstadt im Rhein-Lahn-Kreis, also auch nicht allzu weit von uns entfernt. Aber das Haus Katzenelnbogen war damals ein sehr wichtiges Adelshaus. Die waren sehr reich geworden, insbesondere durch Zollprivilege am Rhein. Also wenn da Schiffe entlang fuhren, dann durfte dort ein Zoll abkassiert werden. Und das war ursprünglich ein königliches Recht, aber die Katzenelbogener hatten das erworben und konnten damit am Rhein, vor allem bei St. Goar, regelmäßig Zoll kassieren. Das war eine sehr wichtige und stetige Einnahmequelle. Also dieses Haus Katzenelnbogen hatte dann mit der Einheirat von Anna, der Schwester des im damaligen Wortlaut schwachsinnigen Grafen, einen Anspruch auf Hadamar. Der wurde dann auch endlich fällig, als Emich III. Im Jahr 1394 starb. Er selbst spielte da kaum noch eine Rolle, aber dann war eben der Fall eingetreten, dass es geklärt werden musste, wie es mit der Grafschaft Nassau-Hadamar weiterging. Ja, und offenbar wurde man sich zwischen zwei verschiedenen Grafenhäusern schneller einig als innerhalb des Hauses Nassau, denn im Jahr 1405 gab es eine Einigung zwischen Nassau-Dillenburg und Katzenelnbogen. Die Katzenelnbogener erhielten zwei Drittel der Grafschaft Nassau-Hadamar und Nassau-Dillenburg ein Drittel. Da sieht man mal wieder ganz gut, und das werden wir auch in den nächsten paar Minuten öfter sehen, wie schnell so eine Herrschaft wechseln kann und wie schnell eigentlich ein ganz klar nassauisches Territorium dann auch mal an die Nachbarn fallen kann. Ja, ich habe eben gesagt, Einigung von 1405, das stimmt nicht so ganz. Das lässt sich in den alten Urkunden nachvollziehen. Also in den folgenden Jahren und Jahrzehnten gab es trotzdem immer mal wieder Rechtsauseinandersetzungen. Also da war man sich dann doch offenbar nicht mehr ganz so einig, dass die Lösung, die man da einmal gefunden hatte für die Aufteilung der Grafschaft, auch für alle so vorteilhaft war. Aber das bereinigte sich wieder auf eine inzwischen schon bekannte Weise, denn im Jahr 1479 starben dann auch noch die Katzenelbogener im Mannesstamm aus. 1479, da sind wir jetzt auch so ziemlich am Ende des Mittelalters, also mal, dass man das im Hinterkopf behält, so langsam geht die Zeit der Ritter zu Ende. Ja, was passierte dann, nachdem die Katzenelbogener ausgefallen waren mit dem Teil von Nassau-Hadamar? Der fiel nicht etwa zurück an die Nassauer, sondern zumindest in Teilen erstmal an die Landgrafschaft Hessen. Auch da könnte man jetzt ins Detail gehen, welche Rechtsauseinandersetzungen es da gab und welche Teilgebiete dann wieder wechselten. Das will ich aber jetzt weglassen. Ich glaube, das wird dann auch relativ langweilig. Wichtig ist dann wieder ein Datum fast 100 Jahre später, das Jahr 1561. Da gelang es Nassau-Dillenburg, die gab es nämlich immer noch, die waren nicht ausgestorben, denen gelang es einen großen Teil der ehemals Nassauer Gebiete, also sozusagen die gesamten rechtsrheinischen ottonischen Gebiete, wieder in ihrem Haus zu vereinigen. Vor allem war das durch Erbschaften gelungen, also auch die Dillenburger hatten von den Katzenelnbogenern geerbt. Das ist eigentlich ganz typisch, obwohl man sich um Hadamar vielleicht gestritten hatte, gab es auf anderer Ebene dann doch wieder
familiäre Verbindungen, durch die letztlich über Erbschaft irgendwelche Ländereien ausgetauscht wurden auf die längere Sicht. Und das finde ich schon ziemlich interessant, wenn man das mal in der großen Linie betrachtet. Also die Katzenelnbogener stammen zum Beispiel aus. Die Nassau-Damara waren auch ausgestorben, haben wir ja darüber gesprochen. Auf der anderen Seite gab es aber auch solche wie die Nassau-Dillenburger, die es erstens schafften, nicht auszusterben, wo es also immer genügend Nachkommen gab und auch nicht alle irgendwie gewaltsam zu Tode gekommen sind. Und außerdem schafften die das offenbar sogar über Jahrhunderte hinweg, eine Politik zu verfolgen, durch die ihr Territorium dann doch immer weiter anwuchs und immer geschlossener war. Ob das jetzt wirklich so ein durchdachter Plan war oder ob sich das mehr durch Zufall ergeben hat, den man dann genutzt hat, das ist eine ganz andere Frage. Aber im Endergebnis haben es die Dillenburger geschafft. Also sie bestanden weiter und sie sammelten auch Gebiete ein, die der Familie in den Jahrhunderten zuvor verloren gegangen waren. Aber auch das haben wir schon mehrfach gehört und das passierte wieder. Es blieb nicht bei der Geschlossenheit, bei dieser Einheit von Nassau-Dillenburg. Denn was passiert, wenn ein Grafenhaus nicht ausstirbt? Dann kann man damit rechnen, dann dauert es nicht lang, dann wird es zumindest aufgespalten. Und das war im Jahr 1606 der Fall. Da starb nämlich Johann der VI. Von Nassau-Dillenburg und seine Söhne taten das, was wir bei den Nassauern jetzt schon mehrfach gesehen haben. Sie teilten das Erbe auf. Und zwar in die Grafschaften Nassau-Siegen, Nassau-Dillenburg, Nassau-Beilstein, Nassau-Dietz und Nassau-Hadamar. Aus dem einen großen Dillenburger Territorium wurden also fünf Grafschaften. Und der jüngste von diesen Söhnen von Johann dem VI. War unser Graf Johann Ludwig. Der war im Jahr 1590 geboren worden und er bekam dann Nassau-Hadamar. Also im Wesentlichen stellte man dann die alte Grafschaft wieder her und der jüngste Sohn bekam die. Über den Johann Ludwig möchte ich jetzt eigentlich nicht so viel erzählen. Eben weil er so eine wichtige Gestalt ist, gibt es über den sehr viel zu sagen, also über seine persönliche Entwicklung, über seine politische und diplomatische Tätigkeit, über den Wechsel zum Katholizismus und vor allem natürlich über seine Mitwirkung am Ende an der Beilegung des Dreißigjährigen Krieges und auch als weiteren Punkt natürlich seine Erhebung vom Grafen zum Fürsten. Das alles möchte ich jetzt nicht im Detail ausführen. Das können wir gerne andermal machen, aber der Johann Ludwig ist wirklich so eine interessante Persönlichkeit. Das möchte ich jetzt nicht noch in dieses Video mit reinquetschen. Ich möchte jetzt hier eher betrachten, was unter ihm mit diesem Territorium, mit dieser neuen Grafschaft Nassau-Hadamar passierte. Und auch bei ihm muss man sagen, im Nachhinein betrachtet, sieht es so aus, als ob er sehr zielgerichtet, sehr energisch und stringent vorgegangen wäre und sein Territorium, das er soeben ererbt hatte, sehr zielgerichtet ausbaute. Ich vermute, dass es auch da in der Realität eher ein bisschen anders ausgesehen hat. Also er wird wahrscheinlich natürlich energisch Gelegenheiten ergriffen haben, die sich ihm geboten haben, aber ob das jetzt immer so von vornherein strategisch geplant war, das bezweifle ich. Also mal ein paar Beispiele. Johann Ludwig erwarb zum Beispiel eine Hälfte von Alt-Wallnau. Das ist Heute gehört das zur Gemeinde Wallroth in der Nähe von Usingen. Also er erwarb eine Hälfte von Alt-Wallnau und tauschte die dann wieder einige Jahre später gegen die Esterau. Also das ist das Gebiet, das praktisch von hier aus gesehen an der anderen Seite vom Elzerwald anfängt. Dazu kamen weitere andere kleinere Erwerbungen, also Dillhausen und Proppach, heute Teile von Mengerskirchen. Das kaufte er sozusagen über die Jahre hinweg zusammen. Im Dreißigjährigen Krieg kamen dann noch größere Gebietsgewinne dazu. Es sah sogar eine Zeit lang so aus, als ob er Nassau, also sozusagen den Ursprungsort seines Hauses, sich einverleiben würde. Aber er verlor dann zum Kriegsende auch wieder erhebliche Teile seines Territoriums. 1643 verkaufte er dann die Esterau, also die er vorher gegen Alt-Wallnau eingetauscht hatte, an Peter Melander von Holzappel. Das war ein aus Niederhadamar stammender späterer Offizier oder Söldnerführer, könnte man auch sagen, im Dreißigjährigen Krieg, der war zu Geld gekommen. Und Johann Ludwig verkaufte ihm, weil er selbst eben Geld brauchte, die Esterau. Kurz darauf kaufte er dann aber Neunkirchen und etwas später dann auch noch Obertiefenbach. Also man sieht, der Johann Ludwig, der war sehr rührig und
arbeitete sehr intensiv daran, sein Herrschaftsgebiet auszuweiten. Aber er vergrößerte seine Grafschaft nicht nur, sondern er baute sie auch im Inneren aus und natürlich insbesondere seine Residenzstadt Hadamar. Das hatten wir ja schon in vielen Videos. Ich habe immer wieder erwähnt, dass einzelne Teile im Stadtbild oder einzelne alte Gebäude sich auf Johann Ludwig zurückführen lassen oder dass man zumindest Verbindungen zu seinem Wirken ziehen kann. Ein paar Beispiele, die haben wir auch schon erwähnt. Also in Hadamar ließ er zum Beispiel von 1612 bis 1629 die alte Wasserburg zum Schloss umbauen, das in weiten Teilen heute noch so dasteht, wie er es errichten ließ. Er ließ die heutigen Märkte und die Borngasse anlegen. Dazu hatte ich ja auch schon Videos. Das Borngassen-Video verlinke ich euch hier mal. Er ließ insgesamt die Stadt erweitern. Er siedelte die Jesuiten und die Franziskaner an, was natürlich wieder mit Kloster- und Kirchenbauten verbunden waren, die bis heute zu sehen und vorhanden sind. Die Jesuiten errichteten eine Schule, die wiederum die Vorläuferin der heutigen Fürst-Ludwig-Schule ist. Und das, muss man noch dazu sagen, alles mitten oder in Teilen mitten im 30-jährigen Krieg, der in der Umgebung schwere Schäden verursachte. Hadamar scheint da relativ unbeschadet davongekommen zu sein. Aber man muss sich nur mal nach Elz umschauen. Da gibt es ja die bekannte Sage von der Mordschau, nach der ein großer Teil der Bevölkerung damals von herumziehenden Söldnern niedergemacht wurde. Also diese Rahmenbedingungen, das ist schon sehr erstaunlich oder bemerkenswert, dass mitten in diesem sehr gewaltsamen, sehr grausamen Kriegsgeschehen Johann Ludwig es noch schaffte, sein Territorium und seine Residenzstadt so auszubauen. Neben seinen ganzen anderen Tätigkeiten, vor allem im diplomatischen Dienst. Ja, aber alles geht irgendwann mal zu Ende. Im Jahr 1653 starb Johann Ludwig. Sein Sohn Moritz Heinrich führte dann diesen stadtplanerischen und kulturellen Ausbau von Hadamar noch etwas fort. Aber da merkte man schon, das schaffte er nicht mehr in dem Umfang, wie das sein Vater getan hatte. Moritz Heinrich selbst starb dann 1679. Da war sein Sohn Franz Alexander gerade mal 6 Jahre alt. Deshalb wirkte dann ein Bruder von Moritz Heinrich, also Franz Bernhard, für einige Jahre als Regent. Franz Bernhard war eigentlich in einer geistlichen Laufbahn und kehrte dann noch einmal für die Zeit, in der Franz Alexander zu jung war, als Regent nach Hadamar zurück. Ja, und dieser Franz Alexander war dann auch schon wieder der letzte Fürst des jüngeren Hauses Nassau-Hadamar oder insgesamt der letzte Fürst von Nassau-Hadamar überhaupt. Der hinterließ keine größeren Spuren mehr, außer einigen Kapellenbauten in der Umgebung, also die Kreuzkapelle in Niederzollsheim und die Nothelferkapelle in Steinbach, die gehen auf ihn zurück. Aber sonst hat dieser Franz Alexander nichts Großes mehr geleistet, muss man einfach so im Rückblick sagen. Und er starb 1711, als er am Oberacker von seinem Pferd stürzte. Dazu gibt es auch heute noch ein Erinnerungskreuz, das steht dort am Stadtrand. Wahrscheinlich war das aber nicht der Platz, an dem dieser Sturz stattfand. Der ereignete sich wohl ein bisschen näher am Hammelburger Tor, aber das Kreuz kann man an dem anderen Standort heute noch besichtigen. Das war nicht nur tragisch, weil Franz Alexander an einem Unfall gestorben war, sondern auch deshalb, weil es keinen Erben gab. Und das ist an sich auch eine tragische Geschichte gewissermaßen, denn Franz Alexander hatte sich sehr massiv mit seiner Ehefrau zerstritten. Das war Elisabeth Katharina Felicitas von Hessen-Rotenburg. Mit der hatte er zwar 3 Töchter und einen im Jahr 1701 geborenen Sohn. Der Sohn starb aber im Alter von 7 Jahren und zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Ehepartner schon so zerstritten, dass da auch keine Nachkommen mehr zu erwarten waren. Elisabeth lebte meist auf Schloss Mengerskirchen und es gab eine Menge Bemühungen, die Ehe wieder zu kitten in irgendeiner Form. Sogar Kaiser Josef I. schaltete sich ein und wollte zwischen den Eheleuten vermitteln, das hat aber alles nichts gebracht. Es lässt sich heute auch nicht mehr nachvollziehen, woran das lag. Der Kaiser wird da auch sicher nicht aus reiner Nächstenliebe gehandelt haben. Da wird es eher darum gegangen sein, dass
Nassau-Hadamar ja ein katholisches Territorium mit einem katholischen Fürsten waren, aber die meisten übrigen Nassauer nach wie vor protestantisch waren, und wenn diese Linie ausgestorben wäre, dann wäre das Fürstentum an die protestantische Linie gefallen und damit auch protestantisch geworden. Und obwohl Nassau-Hadamar sehr, sehr klein war, war das doch ein Schreckensszenario für den katholischen Kaiser, das er eigentlich nicht akzeptieren wollte und deshalb intervenierte. Aber wie gesagt, das brachte nichts. Franz Alexander und seine Frau fanden nie wieder zueinander, und so war mit dem Tod des Fürsten 1711 auch das Fürstentum Nassau-Hadamar beendet. Ja, was passiert, wenn ein Fürst stirbt und die Frage sich stellt, wie geht es mit dem Territorium weiter? Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, die lieben Verwandten streiten sich erstmal. Auch hier möchte ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, also wer da mit wem sich auseinandersetzt und wie dann auch noch die verschiedenen Konfessionen der Nassauer Linien da reinspielten. Auf jeden Fall gab es keine wirkliche Einigung. Die Einigung brachte dann wieder das verbreitete Aussterben von Seitenlinien im Haus Nassau mit sich, denn das führte dazu, dass es 1742 dann keinen Streit mehr gab, weil keiner mehr lebte, der begründet einen Rechtsanspruch auf Nassau-Hadamar erheben konnte, bis auf eine Person, und das war Wilhelm Hyacinth von Nassau-Siegen. Und das war kein guter. Dieser Wilhelm Hyacinth zog also tatsächlich 1742 nochmal als Fürst in Hadamar ein und residierte im Schloss, aber der hatte da schon eine relativ lange Geschichte hinter sich. Dort blieb er aber nur für ungefähr ein Jahr, denn er starb schon 1743 wieder. Man darf vermuten, das war ein ziemliches Glück für seine Untertanen und für Hadamar insgesamt, dass diese Herrschaft von Wilhelm Hyacinth nicht so lange dauerte. Denn der Wilhelm Hyacinth hatte schon eine Vorgeschichte hinter sich und er war ganz offensichtlich kein sehr angenehmer Zeitgenosse. Ich zähle mal ein paar Sachen auf. Also, er hatte unter anderem vorab versucht, sich den Teil der nassauischen Territorien anzueignen, die in Frankreich lagen. Also man redet ja auch von Nassau-Oranien, und dieser Begriff Oranien, der stammt von Besitzungen in Frankreich. Das möchte ich jetzt nicht näher ausführen, das wird auch zu weit wegführen von Hadamar. Also was wir wissen sollten, dieser Wilhelm Hyacinth versuchte sich erstmal da zu etablieren. Das scheiterte aber an Ludwig XIV., dem berühmten Sonnenkönig, der unterband diese Versuche und installierte dort ein Mitglied seiner eigenen Familie. Ob das jetzt so rechtens war, also vermutlich hatten sowohl Wilhelm Hyacinth als auch Ludwig XIV. Eigentlich nur relativ schwache Ansprüche, aber letztlich setzte sich der französische König natürlich durch. In Siegen, denn Wilhelm Hyacinth entstammte der Linie Nassau-Siegen, wurde er dann später wegen übergroßer Willkür gegen seine Untertanen und Verwandten von Kaiser Joseph I. abgesetzt. Also da gibt es Geschichten, dass er unter anderem jemanden ohne Prozess enthaupten ließ. Das war zu dem Zeitpunkt auch für einen Fürsten nicht mehr so ohne weiteres möglich, dass er einfach einen Untertanen hinrichten ließ. Es gibt Berichte davon, dass er innerhalb der Stadt Kanonen auf die Residenz von Verwandten richten ließ. Also ja, dieser Wilhelm Hyacinth, wie gesagt, das war kein so besonders guter. Und da konnte er auch letztlich so katholisch sein, wie er wollte. Letztlich setzte der Kaiser ihn trotzdem ab, denn das Fehlverhalten war so gewaltig gewesen, dass das auch für einen katholischen Fürsten, den der Kaiser eigentlich fördern wollte, nicht mehr tragbar war. Trotzdem setzte er sich aber in der Erbfolge durch und residierte, wie gesagt, zum Schluss noch für ein Jahr in Hadamar. Ja, und jetzt kommen wir zum großen Bild, zum ganz großen Bild der europäischen Geschichte. Wir haben ja jetzt mehrfach gesehen, dass sich viele nassauische Linien, ich sage es jetzt mal ein bisschen böse, sich mit der Zeit durch Todesfälle bereinigten. Also die ganz vielen verästelten Seitenlinien, die die Nassauer hatten, starben nach und nach aus. Und das Ganze konzentrierte sich auf wenige verbleibende Zweige der Familie. Und so fiel dann eben 1743 auch das ehemalige Fürstentum Nassau-Hadamar an Wilhelm IV. Von Oranien.
Auch da gab es natürlich wieder Erbstreitigkeiten, auch die lasse ich wieder weg, weil es sonst zu kompliziert wird. Wilhelm IV. War wie seine gesamte oranische Linie eigentlich schon lange hauptsächlich in den Niederlanden aktiv. Also die deutschen Nassauer Territorien spielten für ihn keine so große Rolle mehr. Und er selbst, Wilhelm IV., baute nach und nach die Position als Statthalter verschiedener niederländischer Territorien auf. Was ist ein Statthalter in den Niederlanden? Ich möchte auch nicht ins Detail gehen, nur so ganz kurz ein paar Sätze. Das hängt mit der sehr komplizierten staatlichen Struktur der Niederlande zusammen. Deshalb sprechen wir ja heute zum Beispiel auch weiterhin von den Niederlanden und nicht von dem einen Niederland. Und im 18. Jahrhundert, das wir betrachten, gab es auch noch kein niederländisches Könighaus, sondern es gab Statthalter in den Teilterritorien. Zum Teil war dieser Posten aber auch schon erblich, also dann doch so eine halbfeudale Geschichte. Und dieser Wilhelm IV. Von Nassau-Oranien sammelte zunächst mal Statthalterposten. Er wurde dann im Jahr 1747 auch Statthalter der gesamten Niederlande. Und er schaffte es auch, dass dieses Amt, das vorher schon mehrfach Nassauer besetzt hatten, in seinem Haus erblich wurde. Und mit seinem Enkel, Wilhelm I. der Niederlande, hatten sie es dann schließlich geschafft. Der wurde im Jahr 1814 dann tatsächlich der erste richtige König der Niederlande. Das war, wie versprochen, das ganz große Bild. Also insofern ist dann auch Hadamar, die Grafschaft oder das Fürstentum Hadamar, mit einem heute herrschenden Königshaus verbunden. Ja, aber das interessiert uns nicht so sehr. Wie ging es in Hadamar weiter? Noch ganz kurz, wir kommen langsam zum Schluss. Hadamar blieb noch bis 1775 der Verwaltungssitz für das ehemalige Territorium, also die Fläche des Fürstentums. Das änderte sich dann aber auch mit verschiedenen Umstrukturierungen innerhalb der oranischen Territorien. Und nach dem Wiener Kongress mussten die niederländischen Nassauer im Jahr 1815 ihre Territorien im Deutschen Bund abgeben. Und zwar an Nassau-Weilburg. Nassau-Weilburg hatte sich wiederum unter den im Bereich von Deutschland, nenne ich es mal, obwohl man da eigentlich noch nicht wirklich von Deutschland sprechen kann, aber Nassau-Weilburg hatte sich sozusagen als dominierendes Haus innerhalb der Nassauer im Bereich des späteren Deutschlands durchgesetzt. Bereits im Jahr 1806 war das Herzogtum Nassau gegründet worden, an dessen Spitze sich die Weilburger letztlich dann setzten. Das war auch ein bisschen kompliziert, hat mit Erbverträgen zu tun, aber ein bisschen vereinfachend kann man das so sagen. Als dann 1815 auch streng rechtlich die Territorien der niederländischen Oranier dazu kamen, war erstmals wieder seit dem Jahr 1255, also seit dieser Aufspaltung zwischen der ottonischen und der walramischen Linie, waren wieder alle Ländereien der Nassauer im deutschsprachigen Raum weitgehend vereint. Da gibt es auch wieder eine Ausnahme, Nassau-Siegen, das hatten wir ja schon erwähnt, das fiel an Preußen, das hatte sich Preußen unter den Nagel gerissen, aber alles andere und darunter auch das ehemalige Fürstentum Nassau-Hadamar ging dann in das Herzogtum Nassau ein. Und das Herzogtum Nassau, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Die spielt hauptsächlich in Wiesbaden, also die brauche ich hier, denke ich, nicht zu erzählen. Es sei denn, irgendjemand möchte das unbedingt hören, dann bitte melden, dann tue ich auch das. Ja, und ganz zum Schluss vielleicht der Versuch eines Fazits. Also das kann man sich ja jetzt anhören, das ist eine ganz nette Geschichte von irgendwelchen Verwandten, vor allem, die sich gegenseitig nicht grün sind. Das zieht sich ja ganz gut durch. Aber warum ist das spannend? Also ich finde es zumindest spannend. Also zunächst mal zeigt sich an Nassau-Hadamar sehr gut über diese ganze Zeit hinweg, wie sehr sich Herrschaft und Ausformung von Herrschaft verändern kann. Man sieht, wie sehr eine einzelne begabte und ambitionierte Herrschergestalt etwas aufbauen kann. Also das war in Hadamar war diese begabte und ambitionierte Herrschergestalt sicher der Johann Ludwig. Also insofern wird er auch bis heute immer wieder hervorgehoben und gefeiert und an ihn erinnert. Das hat schon seinen Grund. Man sieht es aber auch an anderen Personen, also beispielsweise an den Oranern in den Niederlanden, die es von
Beamtenposten als Statthalter eben dann zum König schafften. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, wie stark und wie vielfältig so eine Herrschaft gefährdet sein konnte. Also durch Unfälle, einer fällt vom Pferd, durch den verbreiteten frühen Tod von Kindern, also selbst in Fürstenfamilien, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie einen relativ hohen Lebensstandard hatten, vielleicht auch auf die Möglichkeiten der Medizin zu dieser Zeit zurückgreifen konnten, starben sehr viele Kinder sehr früh und fielen damit als Erben aus. Dazu kamen viele weitere Bedrohungen. Also wir haben es gesehen, wenn sich Eheleute nicht einig waren, dann konnte eine Herrscherlinie relativ schnell aussterben. Es gab Ansprüche von Verwandten, es gab Überfälle von Verbündeten der Verwandten. Der Kaiser konnte einen absetzen. Also es gab ganz, ganz viele Dinge, die so eine Herrschaft, ein Fürstentum, eine Grafschaft, wie auch immer, relativ schnell beenden konnten. Und gerade über die Nassauer mit ihren vielen Nebenzweigen und Verbindungen und Streitigkeiten in der Familie, dann aber auch wieder Zusammenarbeit, gäbe es eine riesige Menge zu erzählen. Das möchte ich nicht tun, das würde zu weit von Hadamar wegführen und ich möchte mich hier auf Hadamar konzentrieren. Wenn euch das interessiert, sucht euch einfach mal ein oder zwei von den Fürstennamen, die ich hier genannt habe, raus. Ruft mal den Artikel auf Wikipedia auf und klickt euch mal so ein bisschen durch die ganzen Verwandten, durch die ganzen Konflikte und Territorien, die da stattgefunden haben. Also das ist sehr interessant zu lesen. Keine Angst, die Wikipedia-Artikel sind nicht von mir oder wenn, dann nur zu einem sehr kleinen Teil. Also da bin ich nicht tätig geworden unter den ganzen Gestalten des Hauses Nassau. Da gibt es aber anscheinend andere Interessierte, die da wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben und da sehr viel, aber auch sehr gut lesbare Informationen dort geschrieben haben. Also schaut euch gerne mal die Wikipedia-Artikel zu den Nassauern an. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. Also wir haben die Geschichte von Nassau-Hadamar vom Anfang, vom Hochmittelalter bis ins späte 18. Jahrhundert verfolgt. Ich hoffe, der Überblick hat euch gefallen. Es ist mal was anderes. Es ist keine alte Postkarte, die man heute mit dem vergleichen kann, was man heute noch sehen kann. Aber ich denke, über die Grundlage sollte man auch mal sprechen. Und es macht viele Dinge sehr viel klarer, die man heute noch am Stadtbild oder an historischen Postkarten sieht. Insofern war mir das auch wichtig, auch mal dieses etwas abstraktere Thema ein wenig darzustellen. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bald gibt es dann auch wieder die beliebteren Postkarten. Ja, vielen Dank, macht's gut und bis dann. Tschüss.